Amerika. Keine Frage, dieses Land fasziniert uns immer wieder. Und wer einmal eintaucht und dem Amerikaner leibhaftig begegnet, der kommt so schnell aus dem Staunen nicht wieder heraus. So hatte sich Sternreporterin Christine Krutschnit Amerika jedenfalls nicht vorgestellt. Meine erste Begegnung mit der dritten Welt hatte ich 1999, schreibt sie. Damals zog ich nach New York. New York ist anstrengend. Man geht viel zu Fuß über unversöhnlichen Asphalt, meist im Gedränge. Und die U-Bahnen sind gestopft wie Wurstdärme, mit Kondenswasser aus den keuchenden Klimaanlagen, das warm auf die gedrängten Leiber tropft. Dann also doch besser Flyover nach Kalifornien. Und Christine Krutschnit landet mitten in der schönen Welt der Stars. Nicole Kidman, George Clooney, Arnold und Angelina, lauter Leute, die die Journalistin von Berufswegen trifft. Die privaten Dates mit Männern sind aber mindestens genauso spannend, denn hierfür haben die Amerikaner ein festes, bizarres Regelwerk. Was Liebe, Sex und das ganze verdammte Zeug angeht, versteht der Amerikaner eben keinen Spaß. Das Praktische an den Kennenlernmanövern ist die Rollenverteilung. Hier Angler, dort Fisch. Tarzan, ich Jane. Und bitte kein Kuddelmuddel. Nicht schon im Vorfeld. Später, wenn die Ringe ausgetauscht sind, kann Jane Tarzan immer noch darauf hinweisen, dass er vielleicht einen Lendenschurz mitnichten, aber die Hosen anhat.